Pumpspeicherkraftwerke speichern die größte Menge an Energie weltweit. Sie sind schon lange eine bewährte Technologie, um die Energie zu speichern, die an manchen Tagen überflüssig ist und an anderen Tagen dann fehlt. Wenn es aber um die Frage geht, noch mehr davon zu bauen, gibt es da oft ein großes Problem, und zwar die große Fläche, die für so ein Pumpspeicherkraftwerk gebraucht wird. Ein Unternehmen aus London will das jetzt ändern und die Fläche reduzieren, aber trotzdem bei Pumpspeicherkraftwerken bleiben. Ihre Idee ist, dass sie nicht mehr ganz normales Wasser benutzen, sondern eine von ihnen entwickelte Hightech-Flüssigkeit namens R19. Und mit der, das sagen sie jedenfalls, können sie bei weniger als der Hälfte der Fläche die gleiche Leistung liefern wie übliche Pumpspeicherkraftwerke, also eine Verbesserung der Effizienz um einfach mal 200%. Ich habe mir mal genauer angeschaut, was das für eine Flüssigkeit ist, was man über diese Firma findet und auch, was es mit der Physik und der Chemie dahinter auf sich hat. Und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's! Wie ich vorhin ja schon angedeutet habe, ist bei den Pumpspeicherkraftwerken oft die Fläche das Problem. Bei diesem Problem setzt das britische Unternehmen Re-Energize an. Die wollen die Hürde mit der großen Fläche und den wenigen geeigneten Standorten gelöst haben. Und zwar besteht ihre Idee darin, nicht mehr Wasser für Pumpspeicherkraftwerke zu benutzen, wie das ja normalerweise üblich ist, sondern eine von ihnen entwickelte Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist einfach 2,5-mal dichter als Wasser und mit dieser hohen Dichte bräuchte man dann viel weniger Fläche, beziehungsweise auch Höhenunterschied, um auf die gleiche Leistung wie die üblichen Pumpspeicherkraftwerke zu kommen. Denn das Schöne an so Pumpspeicherkraftwerken ist ja, das ist einfachste Physik. Und zwar die Energie ist gleich die Masse mal die Höhe mal so eine Gravitationskonstante. Und wenn wir die Masse verdoppeln oder noch mehr, wird die gespeicherte Energie natürlich deutlich größer. Und allein diese beiden Punkte, also weniger Fläche und gleiche Leistung, das klingt ja schon mal sehr gut. Und da kommen auch noch mehr Punkte bzw. Vorteile hinzu. Zum Beispiel beim Preis für den Bau von diesen Dingern. Denn wenn so ein Pumpspeicherkraftwerk gebaut wird, dann fallen laut dem Startup die Hälfte der Kosten für den Tiefbau an, was ja an diesem Höhenunterschied liegt. Und wenn diese Bauprojekte jetzt 2,5-mal kleiner sein könnten, dann könnte da natürlich gespart werden. Sie haben auch schon mal berechnet, wo man solche kleineren Bauprojekte umsetzen könnte. Und in den UK, wo ja das Unternehmen herkommt, haben sie wohl schon 6.500 Orte gefunden, die sich für so ein von ihnen entwickeltes Pumpspeicherkraftwerk eignen würden. Und für Europa sind es insgesamt sogar ganze 115.000. Das Entscheidende dabei ist ja die Flüssigkeit, also R19. Und auch hier klingt erstmal alles ziemlich gut, wenn man sich anhört, was die dazu sagen. Denn R19 soll umweltverträglich, günstig und schnell herzustellen sein. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, was das für eine Flüssigkeit ist. Das schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht nochmal ganz kurz als Reminder, lasst gerne mal ein Abo da und macht die Glocke an, damit ihr keine Videos bei Breaking Lab mehr verpasst. Das Unternehmen, das will jetzt natürlich erstmal keine Infos preisgeben. Sie sagen zwar, dass ihre Flüssigkeit namens R19 umweltfreundlich, günstig und einfach herzustellen sei, aber zu diesen Behauptungen findet man erstmal noch keinerlei Belege. Die einzigen Infos, die ich da finden konnte, ist, dass bei der Prozedur ein Pulver mit Wasser gemischt wird. Wobei ich an der Stelle einmal anmerken will, dass das Wort Flüssigkeit hier dann wahrscheinlich falsch ist, dass sich eigentlich wohl eher um eine wässrige Lösung handelt. Um jetzt aber nicht vollends Verwirrung zu stiften, spreche ich mal weiterhin von dieser Flüssigkeit, da das ja auch so im Wording der Firma verwendet wird und umgangssprachlich ja tatsächlich auch so verwendet wird. Auch wenn das Startup teilweise wirklich jetzt nicht so sauber mit ihrem Wording ist, würde ich trotzdem erstmal sagen, dass es kein kompletter Fake ist, denn immerhin wird das Startup von der britischen Regierung gefördert, zuletzt sogar mit 8,25 Millionen Pfund, um ein von ihnen entwickeltes Pumpspeicherkraftwerk in Großbritannien zu bauen. Ich habe dem Startup auch mal geschrieben und gefragt, ob denn bald so ein Patent vorliegt und ob die Rezeptur bald offengelegt wird, aber habe bis jetzt tatsächlich noch keine Antwort davon bekommen. Deswegen habe ich dann mal ein paar Vermutungen angestellt, worum es sich bei der Flüssigkeit handeln könnte. Also, wir suchen ja eine Flüssigkeit, die 2,5-mal dichter ist als Wasser. Gleichzeitig wird ja aber auch gesagt, dass das Pulver, bei dem halt nicht gesagt wird, was es ist, mit Wasser gemischt wird. Das heißt, das Material, was wir suchen, muss in Kombination mit Wasser eine so hohe Dichte haben. Und wenn man da so drüber nachdenkt, dann kommen da so ein paar Möglichkeiten auf. Es könnte sich bei dem Pulver zum Beispiel um ein anorganisches Salz handeln, denn wenn bestimmte Salze in Wasser gelöst werden, können sie die Dichte der Lösung ja deutlich erhöhen. Das Prinzip, das kennt man ja tatsächlich von Meerwasser, also Salzwasser, das ist ja deutlich dichter als Süßwasser. Es kann sogar so dicht sein, dass man zum Beispiel im Toten Meer einfach an der Oberfläche schwimmen kann, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. So ein Pulver, das würde in vielen Fällen auch die Bedingungen, also kostengünstig, leicht herzustellen und umweltfreundlich zu sein, erfüllen. Aber bei reinem Salz gibt es trotzdem ein Problem, denn damit kann man nicht so eine so hohe Dichte erreichen, wie R19 verspricht. Denn wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es ja so, Wasser hat eine Dichte von so 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Die Pulverlösung, die gesucht wird, soll 2,5-mal höher sein, also brauchen wir etwas, was eine Dichte von 2,5 Gramm pro Kubikzentimeter hat. Ich habe da mal ein bisschen rumgeschaut, aber
kein Salz gefunden, das in Kombi mit Wasser wirklich noch so eine hohe Dichte hat. Eigentlich schafft man da eher bis so 2 Gramm pro Kubikzentimeter, also zum Beispiel bei Magnesiumsulfat oder Zinksulfat. Gegen die beiden Salzarten spricht auch noch eine andere Sache, und zwar die Farbe. Denn Magnesiumsulfat und Zinksulfat sind beides weißes Pulver. Und das ist ja bei Salzen meist so, also dass sie dann gelöst weiß sind in der Flüssigkeit, in der Lösung. In einem Video von Re-Energize wird aber deren Flüssigkeit gezeigt und die ist tatsächlich braun. Es gibt aber auch braune Salzlösungen und da kommen eigentlich nur Kombinationen mit Kobalt oder Eisen in Frage. Kobalt können wir aber ausschließen, denn das ist nicht gerade umweltfreundlich und auch in der Produktion, also im Abbau, sehr umstritten. Eisen ist tatsächlich schon eine bessere Variante. Wir haben da auch mal am Institut für anorganische Chemie an der Universität zu Köln nachgefragt und da kam die Vermutung auf, dass es sich um eine Eisensalzlösung handeln könnte. Die sei nicht nur braun, sondern könnte auch eine Dichte haben, die 2,5 mal höher ist als die von Wasser. Und dann ist die tatsächlich auch noch relativ billig, weil sie technisch sowieso häufig eingesetzt wird. Aber ich will auf jeden Fall auch ganz klar dazu sagen, das Institut hat gesagt, dass sie das Ganze für eher unwahrscheinlich halten. Aus verschiedenen Gründen. Einer der wichtigen Punkte dabei ist durchaus das Thema Größe von diesen Pumpspeicherkraftwerken, weil die Sachen, die sozusagen von Re-Energize gezeigt werden, deutlich kleiner sind, als normalerweise so ein Pumpspeicherkraftwerk sein müsste, damit sich das wirklich lohnt. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich habe dazu übrigens auch noch andere Experten angefragt, die aber mit den wenigen Infos keine Vermutung aufstellen wollten, nur um das hier auch einmal transparent gesagt zu haben. Was heißt das jetzt für uns? Also man kann zumindest ein paar mehr Infos zu Re-Energize finden. Die erste wichtige Frage ist ja, existiert das wirklich so? Also gibt es ein kommerzielles Pumpspeicherkraftwerk von denen? Die Antwort ist erstmal nein, aber dafür hat das Unternehmen im Juli 2022 zumindest schon mal so ein Demonstration Day in Kanada durchgeführt. Da wollten sie beweisen, dass ihre ganzen Behauptungen wahr sind, aber erstmal eben nur in so einer kleinen Version. Der Demonstration Day, der bestand darin, dass dieses Engineering-Team von denen mehrere Tests an so einem Skihügel gemacht hat und ihr Ziel dabei war es zu prüfen, ob man bei ihrer Flüssigkeit für die gleiche Leistung wirklich nur die Hälfte der Fläche braucht. Laut der Firma lief der Test erfolgreich ab, aber auch hier konnte ich keine unabhängigen Quellen finden. Muss man also wieder vorsichtig sein. Aber was ganz interessant ist, jetzt gerade, also ein Jahr später, läuft zumindest schon mal das nächste und vor allem noch größere Projekt. Das UK Government, also die britische Regierung, hat Re-Energize nämlich mit 8,25 Millionen Pfund gefördert, um mit diesem Geld in den nächsten 1,5 Jahren ein richtiges Pumpspeicherkraftwerk zu bauen, und zwar in England. Es soll der erste richtige Prototyp werden, also auch deutlich größer als der Test, den die da in Kanada durchgeführt haben. Und für diese Demonstration hat Re-Energize tatsächlich auch schon einen Auftrag an eine Firma in der Türkei abgegeben, die diese Turbine für die Demonstration herstellen soll. Und die soll sogar noch im ersten Quartal dieses Jahres fertig werden. Und insgesamt muss man sagen, wirtschaftlich läuft es tatsächlich ziemlich gut bei denen. Die haben verschiedene Kooperationen, die arbeiten mit einem der größten Wasserkraftproduzenten in Chile zusammen. Das heißt, so rein wirtschaftlich steht das schon auf ganz guten Beinen. Und persönlich muss ich sagen, dass ich die Idee schon super smart finde. Also gerade, weil sie so unglaublich simpel ist. Es ist einfachste Physik. Gleichzeitig bin ich ein bisschen vorsichtig, da halt einfach ganz viele Infos von der Firma noch nicht gekommen sind und andere Infos sich einfach nicht unabhängig prüfen lassen. Der Prof der Uni Köln, der sieht das Projekt ja insgesamt sehr kritisch und hat auch darauf hingewiesen, dass Re-Energize teilweise recht unsauber in ihren Formulierungen ist und teilweise Artikel, die darüber geschrieben wurden, noch deutlich, deutlich unsauberer. Das ist schon ein bisschen krass so, aber es bleibt trotzdem erstmal abzuwarten, würde ich sagen, ob sich das alles langfristig als großer Fail rausstellt oder vielleicht doch ein bisschen was dran ist. Was ist denn jetzt eure Meinung dazu? Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr das Projekt für realistisch haltet. Und hier findet ihr ein Video, wo es um eine andere Speichertechnik geht. Und die ist tatsächlich technisch ein bisschen weiter ausgeklügelt.